Japan begrüßte das Jahr 2024 mit Tausenden von Menschen, die aufgrund der größten Tsunami-Warnung seit über einem Jahrzehnt aus ihren Häusern flohen. Alles begann am Nachmittag von Silvester mit einem Dutzend Erdbeben, die Teile der West- und Zentralküste des asiatischen Landes erschütterten. Die Alarme wurden schnell aktiviert und die lokalen Behörden gaben Erklärungen ab, in denen die Bewohner der Küstengebiete aufgefordert wurden, ihre Häuser zu verlassen und Zuflucht in höhergelegenen Gebieten zu suchen, aus Angst vor dem Eintreffen von riesigen tödlichen Wellen. Um 16 Uhr und 10 Minuten ereignete sich ein Erdbeben der Stärke 7,6 in der Präfektur Ishikawa und traf besonders die Stadt Wajima, wo mehrere Häuser einstürzten und die Regierung angab, dass mindestens 6 Personen unter den Trümmern gefangen waren. Nach dem starken Erdbeben traten mehrere Nachbeben auf, die Tsunami-Warnungen in Teilen des Archipels auslösten. Die ersten Wellen mit einer Höhe von 1,20 Metern erreichten Wajima, das etwa 500 Kilometer westlich von Tokio liegt. Zuvor hatte der öffentliche Rundfunk NHK berichtet, dass durch das Erdbeben mehr als 30 Häuser in dieser Stadt zerstört wurden. NHK aktivierte sein Notfallprogramm, wie es üblich ist, wenn Tsunami-Warnungen herausgegeben werden, mit Spezialprogrammen, die minutengenaue Informationen über die durch das Erdbeben verursachten Schäden lieferten, und Moderatoren, die die Bevölkerung der Präfektur drängten, sich von den Küsten fernzuhalten und Schutz in den Bergen zu suchen. Wir wissen, dass ihre Häuser und ihr Eigentum sehr wertvoll sind, aber ihr Leben steht über allem. Laufen Sie so hoch wie möglich, warnte ein Moderator während der Übertragung. Stunden nach der anfänglichen Panik erklärte das Pazifische Tsunami-Warnzentrum mit Sitz in Hawaii, dass die Tsunami-Gefahr vorbei sei. Die japanischen Behörden gaben kurz darauf dasselbe bekannt. Obwohl Tokio auch davor warnte, das Nachbeben eines Erdbebens, das Tsunami-Warnungen an der östlichen Spitze Russlands und in Südkorea auslöste, in den kommenden Tagen weitergehen würden.